Herzlich willkommen zur zweiten Episode meiner Alpentour 2020. Nachdem ich gestern den Großglockner erkundet habe, befinde ich mich nun in der Pension Almresor Frühauf in Innerkrems, einer kleinen Gemeinde am Rande der Nockberge, ein Skigebiet an der Südseite der Alpen in Kärnten. Ich genieße erst einmal das leckere Frühstück und die Ruhe auf der Sonnenterrasse, bevor ich in die Tagesplanung, ich sag mal in Oldschool, übergehe. Ich plane meine heutige Tour mit Kalimoto von meinem Ausgangspunkt über die Nockalmstraße im Nockgebirge nach Ebenreichenau zu fahren, wo es dann anschließend zum Nassfeldpass in die Karnischen Alpen nach Italien geht. Anschließend versuche ich in Richtung Venetien weiterzufahren, da ich morgen den Passo di Giau und den Passo Pordoi fahren möchte. Ich ahne zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie kurvig mein Tag werden wird. Aber dazu später mehr. Also packe ich meine 7 Sachen und starte bei herrlichstem Wetter einen fantastischen, kurvenreichen Tourtag, der mich über die Landesgrenze Österreichs nach Venetien, Italien bringt. So, auf geht's in die Nockberge. So, die Mautstation zur Nockalmstraße, wie man sieht. Ich habe schon ein Ticket. Mal gucken, ob ich das so einfach durchgewunken werde. Abgeben, durchgehen, fertig. Moin! So, jetzt geht's los hier, ne? Und wo er recht hat, hat er recht. Lasst uns einen kleinen Blick aus der Allperspektive auf die Nockalmstraße werfen, bevor wir, frei wie ein Vogel, entlang der Straße fliegen. Na dann, los. Die Nockalmstraße startet hier von Norden nach Süden an der Mautstelle Innerkrems auf 1500 Meter Höhe. Wir lassen die Penkerhütte links liegen, die Besucher mit frischer Milch und selbstgemachter Butter und Käse verwöhnt. Die 34 Kilometer lange Nockalmstraße zwischen Innerkrems im Norden und Ebene Reichenau im Süden ist zweifellos eine der abwechslungsreichsten und schönsten Alpenstraßen, die du mit dem Motorrad erleben kannst. Vorbei geht es am Biosphärenparkzentrum Nockalmhof auf 1700 Meter Höhe, wo du die sogenannten versteinerten Welten, eine Fossilienausstellung, besuchen kannst. Die Panoramastraße liegt im Herzen der Kärntner Nockberge und schlängelt sich mit sanfter Steigung in 52 Kehren und zahlreichen Kurven zwischen den sogenannten Nocken auf und ab. Als nächstes passieren wir die Fandelhütte auf 1877 Meter Höhe. Eine urige Hütte, wo du in der Ausstellung über die Bewohner der Alpen viel Wissenswertes erfährst. Anschließend erreichst du dann den höchsten befahrbaren Punkt der Nockalmstraße, die Eisentalhöhe auf 2042 Meter Höhe.
Von der Aussichtsplattform genießt du den einmaligen Rundblick auf das Nockalmgebiet. Panoramatafeln erläutern die wichtigsten Gipfel, die du von hier aus bewundern kannst. Dazu gibt es ein Bistro und ein Bikers Point mit Biker Saves. Immer wieder bieten sich neue Aussichten, zum Beispiel auf den größten Zirbenwaldbestand der Ostalpen, auf die runden, grünen Gipfel der Nockberge und die weitläufigen Almen. Entlang der Nockalmstraße können zahlreiche kostenlose Ausstellungen entdeckt werden und der Besuch zahlreicher Almhütten und Berggasthöfe sorgt für volle Mägen. Du solltest also viel Zeit einplanen, wenn du die reizvolle Streckenführung erleben und die tollen Aussichten genießen möchtest. Nach einigen Kilometern mache ich Rast und genieße die tolle Natur der Nockberge. Nach wenigen Kilometern erreiche ich die Schießtle-Scharte, den zweithöchsten Pass der Nockalm-Höhenstraße. Am Scheitel befindet sich die Glockenhütte, der höchstgelegenste Alpengasthof in den Nockbergen, der von Mai bis Oktober geöffnet ist und hervorragendes Essen bietet. Nachdem ich meinen Aufkleber hinterlassen habe, nehme ich die letzten Kilometer dieser super befahrbaren Panoramastraße, die es mir wirklich angetan hat. Ich bin schon viele tolle Straßen gefahren, aber noch nie eine Straße mit solch langgezogenen Kurven und solch gutem Straßenbelag. Zudem hielt sich der Verkehr in Grenzen, obwohl es wunderschönstes Wetter war und ich mit mehr Verkehr gerechnet habe. Im Großen und Ganzen kann ich die Nockalm-Panoramastraße jedem Motorradfahrer empfehlen. Du wirst es nicht bereuen. Die Zeit vergeht wie im Flug und ich mache mich auf den Weg in Richtung Dolomiten und fahre über den Grenzübergang Nassfeld, direkt über den Nassfeldpass, auf Italienisch auch Passo Pramolo. I'm not afraid to fly.
ich die Grenze überschritten und meine Aufkleber angebracht habe, fahre ich weiter über die Südrampe, die es in sich hat. Zum einen ist die Straße sehr eng und zum anderen gibt es einen Tunnel, in dem sich eine sehr enge Kehre mit starkem Gefälle befindet. Hier im Video, auch wenn es dunkel ist, vielleicht einigermaßen zu erkennen. Du solltest hier in dieser Kurve nicht schneller als 15 oder 20 km/h fahren. Hat man den Tunnel durchfahren, öffnet sich die Schlucht über den Rio Bombazo, wo man am Bergrand in Richtung dem Kanaltal hinunterfährt. Ein toller, etwas versteckter Ort mit einer magischen Anziehungskraft. Vor allem ist die Südrampe eine tolle Straße mit unzählig vielen Kurven und Brücken und wenig befahren. Also ich war total begeistert von der Strecke. Wenn du den Asphaltpass fährst, nimm dir die Zeit, halte an und genieße die Ruhe und lass die Kraft der Schlucht auf dich wirken. So, angekommen. Ja, wie der Ort so ad hoc heißt, kann ich gar nicht genau sagen. Also ich blende das ein. Aber es ist ein Einzelzimmer. Sehr süß. Moment, von der anderen Seite. Also ein Bett, Schreibtisch, kleiner Fernseher, großer Schrank. Und alles da, was man braucht. Aber was die Krönung ist, ganz süßer Balkon mit dabei. Und jetzt pass mal auf. Alles voller Holz. Ganz alt. Ein süßer kleiner Tisch. Typisch italienischer. Typisch italienischer Balkon. So, ich habe es geschafft. Das nächste Hotel ist erreicht. Ich befinde mich aktuell in Venetien, direkt an den Dolomiten. Heute war ein geiler Tag. Zum einen die Nockalmstraße, die ja unheimlich viele Kurven hat, unheimlich viele Natur
Und dann ging es rüber nach Italien über den Nassfeldpass und der war schon klasse. Also Schluchten, Brücken, Tunnel, mega geil. Und Kurven über Kurven. Also ich habe selten so einen Fahrtag mit so vielen Kurven gehabt. Also das war schon geil. Unbedingt die Videobeschreibung durchlesen. Da ist die GPX-Datei verlinkt. Ja, in Summe heute 237 Kilometer. Ich glaube, da zeige ich es wieder. 237 Kilometer. Maximale Schräglage heute 37%. Ich war gute 4,5 Stunden unterwegs. Durchschnittliche Geschwindigkeit knappe 47. Wobei ich in Italien auch teilweise 80-90 km/h gefahren bin. Aber eben über die entsprechenden Pässe, da braucht man eben seine Zeit. Da müsst ihr mehr Zeit einplanen. Wie geht's morgen weiter? Morgen fahre ich auf jeden Fall Richtung Westen, nehme mir vor, morgen 3 oder 4 Pässe zu schaffen, kleine italienische Pässe, um die 1200 bis 1700 Meter. Genaue Bezeichnung sehen wir dann morgen. Ja, dann freue ich mich auf morgen. Ich fahre morgen wieder sehr früh los, werde gegen 8 frühstücken. Versuche um 9 loszukommen hier, weil Frühstück beginnt 37 und 8 Uhr lang. Und es war ein schöner Tag heute, aber auch stressig. Ich habe mehrere Aufkleber heute wegbekommen, aber auch schön, mega schön. Ja, dann werde ich schlafen. Ich wünsche dir was, den Link zum Gruße. Fahr vorsichtig, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.